Deswegen werde ich auch nichts bauen. Ich brauche nämlich 9000 Goldmünzen. 10.000 brauche ich, um das Kapitol zu bauen. Ja, für die Ogerfahrt brauche ich 20 Holz und ich bin sehr knapp, was Holz angeht, leider. Wir können dieses extra Gebäude bauen, Hall of Valhalla heißt das. Das gibt einmalig nochmal plus eine Attacke dazu. So. Ja. Ich kaufe mal beide Ballisten. Gut, blau warten wir hier mal 2 Runden in unserer Stadt. Oh, da ist blau. Und der Gott meine Stadt erobert. Das ist natürlich sehr scheiße. Alles andere als gut. Ja, unsere Kreaturen würden jetzt unsere gesamten Goldressourcen aufbrauchen. Ich guck mal eben, wie stark er ist. Ja gut, den können wir locker besiegen. Also machen wir uns auf den Weg. Und machen den fertig. Und der haut sogar schon wieder ab irgendwie. Er hat unsere Kristallmine erobert. Damit kann ich ihn nicht durchkommen lassen. Gut, bauen wir erstmal nichts. Ich bin ja knapp an Ressourcen. So, wir erobern unser Dorf hier zurück. Er hat sogar eine Magic Guild Level 1 gebaut. Während wir weg waren. Er hat natürlich hier die Kreaturen ausgebildet. Also ich kaufe jetzt mal ein Zauberbuch für unseren Helden und dann kann er hier immerhin schon mal so ein paar Level 1 Zauber. Oh, mein Tee habe ich hier ganz vergessen bei der Aufregung. Pfui, schon ganz kalt geworden. Oh, hier haben wir blau. Gut. Dann machen wir den jetzt mal fertig. Ja, Entschuldigung, hab mir gerade etwas Tee nachgegossen. Okay, warten wir erstmal. Er schießt mit dem magischen Pfeil. Das können wir jetzt mittlerweile auch. Magic Arrow. Kostet 5 Mana-Punkte, macht 30 Schaden. Schießen wir mal auf seine Gremlings hier. Das hier ist sein Henchman. Das sieht man daran, dass er so ein Gelb dargestellt ist. Und den haben wir gerade getötet. Und er ist geflohen. Ja, das macht der Gegner natürlich sehr häufig. Wenn er merkt, er hat so im Kampf gegen uns keine Chance und wird gnadenlos aufgerieben, dann flieht er natürlich. Und zwar deswegen, weil er damit seinen Helden retten kann. Wir können. Genau, wir können jetzt das so machen: Wir haben 4 Mithril, glaube ich. Und wir können für 7000 Gold und 2 Mithril nochmal das machen, dass wir nochmal 1000 Goldmünzen pro Tag mehr kriegen. Das machen wir natürlich so sofort. Wir können trotzdem sogar noch was bauen. Ich mache jetzt mal abgegradete Goblin-Baracken. Doch mal Zeit. Also, wir kriegen jetzt schon 7000 Goldmünzen pro Tag und das ist schon nicht gerade wenig. Reicht perfekt hier, um nochmal das aufzuwerten. Dann kriegen wir jetzt sogar 8000. Ja, und vom Gold her sollten wir jetzt so schnell nicht wieder in Schwierigkeiten geraten. Wir gucken mal noch, was hier oben ist. Eine Götze, die uns für den nächsten Kampf Glück und Moral bringt. Und ein Obelisk. Und in dieser Woche produzieren alle Edelsteinmine jetzt 2 Edelsteine, aber ich glaube, ich habe gar keine Edelsteinmine.
Und dieser Obelisk enthüllt uns einen Teil der Karte. Wenn wir alle Obelisken finden, dann sehen wir, wo der Gral versteckt ist. Da müssen wir an dieser Stelle graben und finden den dann. Und den können wir dann in einer Stadt errichten. Und diese Stadt erhält dann nochmal, glaube ich, irgendwie 50% zusätzlich Kreaturenwachstum. Und nochmal zusätzlich 4000 Goldmünzen, glaube ich. Gut, wir können jetzt eine Oger fortbauen, endlich. Wird auch mal langsam Zeit. Außerdem werde ich jetzt noch einen zusätzlichen Helden bauen. Ich bräuchte nämlich einen, der so hier so in die Runde geht und hier aus diesen ganzen Dwellings, die ich hier habe, mal ein paar Soldaten ausbilden, weil die bleiben da drin, aber wenn der Gegner kommt und hier die Dwellings erobert, dann kann der die natürlich ausbilden, die da drin sind. Und die Kreatur möchte ich aber für mich selber haben. Deswegen es ist natürlich mehr Aufwand, dann hier halt noch so einen zusätzlichen Held zu haben, der hier die ganze Zeit nur durchs eigene Land guckt und irgendwie Dwellings und sowas aufsucht. Aber naja, es ist halt doch nützlich. So. Gehen wir mal zurück zur Hauptburg. Du gehst hier hin. Wir können bauen. Wir bauen natürlich ein Zyklopennest. Das wird jetzt echt mal Zeit, dass wir stärkere Kreaturen bekommen. Ich glaube, das werde ich rausschneiden. Ach, mein Tee. Schmeckt überhaupt nicht mehr, wenn er so kalt ist. Ich sollte mir den mal irgendwie vom PC oder so stellen, dann vergesse ich den nämlich nicht auszutrinken. Oh, wir haben 6 Mithril bekommen, das ist sehr geil. Denn mit Mithril füllen wir natürlich unsere. Wie heißt es? Mit Mithril bekommen wir hier natürlich mehr Gold dann. So, wir können jetzt hier sogar schon Behemoth leer bauen. Also Level 7 Kreaturen, Behemoths. Und ja, wir erhöhen nochmal unsere Goldreserve, sodass wir jetzt 9000 Gold pro Tag bekommen. Ich möchte bitte schon Ballisten haben. Kann ich irgendwas upgraden? Ja, ich kann die Goblins upgraden. So, wir haben jetzt aus unseren Goblins Hobgoblins gemacht, die sind stärker. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu tun. Oh. Wir haben jetzt natürlich eine Menge Kreaturen hier, die wir ausbilden können. Den Behemoth können wir uns noch leisten. Dadurch, dass wir hier länger nicht mehr Kreaturen gekauft haben. Ja, ich benutze jetzt diese Minimap hier, um auf der Karte zu scrollen, weil ich muss Heroes 3 so im Fenstermodus spielen, damit ich das mit Camtasia aufnehmen kann. Mit Fraps funktioniert das nämlich überhaupt nicht. Und ich gucke jetzt gerade, wo ich als nächstes hingehen möchte. Ja, doch, hier hinten, denn da ist noch Mithril. So, du bekommst 1000 Erfahrung. Taktik. Und guck mal, was hier oben ist. Ah, noch eine Burg. Und ein Edelsteinteich. Also gut, gehen wir doch erstmal hier hin, dann. Man bekommt hier eine Menge Burgen. Und ich gehe mal davon aus, dass das jeder Gegner bekommt. Umso mehr müssen wir dann natürlich später erobern. Wir haben jetzt unseren Ork-Turm aufgewertet. Jetzt können wir auch Ork-Chieftains hier machen. Und wir können wieder unsere Goldreserve erhöhen. Du greifst an. Und du
Nimmst mal hier das zusätzliche Gold. Und hier das Lagerfeuer und... Ne, hier kann ich glaube ich nicht lang gehen, ohne dass ich in einen Kampf verwickelt werde. Gut, dann ist nicht mehr viel zu tun, dann gehe ich hierhin zurück. Nächste Runde. Schwertkämpfer, ja, verfolgen und niedermachen. So, ihr verteidigt bitte. Die Rocks warten. Ihr wartet auch. Ihr geht voran, ihr Behemoths. Sogar gute Moral. Ja, Behemoths sind natürlich ziemlich starke Monster. Sind ja auch Level 7 Kreaturen. Gut, du schießt mal ihn ab. Und die Ballista schießt auf die Schwertkämpfer. Ich glaube, weil hier übrigens Schnee liegt, wird, glaube ich, unsere Geschwindigkeit von den Kreaturen noch etwas mehr verlangsamt als sonst. Greife ich schon an. Ja, komm. Ach scheiße, war eine schlechte Idee. Ich habe einen Rock verloren dadurch. Die können sich sogar regenerieren, aber... Ja, dann greift er jetzt nicht nochmal die Schwertkämpfer an. Dann überlasse ich das lieber den Behemoths oder hier den Wolfreitern. Gut, hier. Ah. Das war natürlich nicht sehr gut. Die haben jetzt eine Fähigkeit, womit sie doppelten Schaden gemacht haben. Mein Behemoth hat nur noch 9 Lebenspunkte. Und wenn die jetzt nochmal draufhauen, ist er tot. Aber wir schaffen es auch so. Wir kriegen auch so ein Speiglas und irgendwas, was unsere Zauberkraft um 3 erhöht. Brauche ich nicht. Und das erhöht Zauberkraft und Weisheit um 2. Brauche ich auch nicht. Boah, jetzt erst Level 6. Es dauert lange, bis man hier aufsteigt. Und hier kann man grüne Drachen ausbilden, glaube ich. Die nehmen natürlich nicht die Erfahrung mit. Ah, das ist doch mal was Feines. Advanced Leadership. Mit diesem Gnollflegel bekommen wir nämlich noch 4 Attacke zusätzlich dazu. Viele Magier bewachen da den Obelisken. Dann mache ich die fertig. Nee. Keine Lust, so viele Kreaturen zu verlieren gegen die. So, was können wir denn bauen? Nur eine Söldnergilde. Ansonsten fehlt uns, glaube ich, überall Eisenerz. Man kann sich übrigens was ausleihen sogar, aber man muss es auch mit Zinsen wieder zurückzahlen. Also die übelste Abzocke, schon fast. Würde ich das deswegen nicht machen. Wir erhöhen einfach weiter unser Goldeinkommen. Wenn wir nichts anderes machen können. Oh, da ist rot. Und der hat gerade die Water Messengers fertig gemacht.